Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Historion. Jetzt direkt nach Mathika. Ich gehe mal die komplette Serie durch, die ich hier auch da habe. Das ist mal ein etwas anderes Land-Adventure und ich hoffe, euch wird es gefallen, denn von diesem Spiel gibt es jetzt noch nicht so viele Let's Plays auf YouTube und ich finde das Game eigentlich ganz gut. Machen wir mal los. Hi, ich bin Tom. Ich bin mal wieder auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe vor 5 Monaten endlich einen Job bekommen. Hey, pass darauf! Ich arbeite im Historion 3. Das haben sie vor zig Dekaden dargebaut, wo früher mal das sogenannte Mittelmeer war. Oder ein bisschen südlicher, glaub ich. Historion 3 ist das bisher größte Digitalarchiv, das neuerdings fast 100-fache Randtorsprünge zulässt. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube allein das Archiv im Westkern umfasst ca. 150.000 Jahre Erdgeschichte. Tja, mein Job ist leider etwas dürftig. Ich sorge dafür, dass die alten Pascal-Transmitter einigermaßen funktionieren. Für Zeitreisen zum Dumpingpreis müssen die halt noch herhalten. Aber weiß Gott, benutzen möchte ich selbst keinen. Achtung, Achtung! Schwerer Partikeleinbruch im Datakern der Transmittersteuerung. Die Systeme melden Materialisierung zwischen differenter Gegenstände. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Mein Gott, die Geschichte. Sie ist in großer Gefahr. Och, aber wie nach, Nestlen ist auf, was hier sie sind, Lem. Ist kaum auf, weil die voll diesen Wasser. Auf, was hier sie sind, Lem. Mann, das war's dann wohl. Als wenn ich etwas dafür kann, wenn so ein 100 Jahre alter Transmitter spinnt. Okay, okay, bin schon unterwegs. So. Das war's, Intro. Machen wir mal los. Rennen kann man also auch. Kann man also anklicken? Tom, ich habe schwere Fehlfunktionen in den Delta-Filtern entdeckt. Ist dir beim letzten Check der Rückmelder für die Plasmatransmitter etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ich habe die Neuronenfilter letzte Woche ausgetauscht. Laut Statusbericht gab es keine Probleme. Ich weiß echt nicht, was da los sein soll. Was ist denn passiert? Ich habe die Ursache für die Fehlfunktionen noch nicht finden können. Zu viele Systemfehler. Okay. Ach, hier kann man also rein. So, machen wir mal jetzt hier rüber. Ich hatte das Spiel schon mal gespielt, aber es ist schon sehr lange her. Also, ich erinnere mich eigentlich an gar nichts mehr. Okay. Machen wir hier rein. Ach so. Grüß dich, Erik. Ich bin bestens trainiert. So, das letzte Mal habe ich dich hier vor einem halben Jahr gesehen. Laut Vorschrift vom General muss jeder Mitarbeiter mindestens 2-mal im Monat hier in die Folterkammer. Es gab zu viele böse Überraschungen in der Vergangenheit. Besser, du schiebst deine Trainingsrunde dazwischen, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Okay, wenn der General es so wünscht. Thank you.
machen ja gar keinen Schaden. Ich mache mal kurz einen Zwischenspeicher. So. Alles schon ein bisschen sehr verwüstet aus, ja? Okay, hier können wir also oben so. Ach so. Den habe ich vorhin schon mal gesehen. Da sind sie endlich, Tom! Wie haben Sie es nur geschafft, das halbe System zum Absturz zu bringen? Mit Verlaub, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung? Ha, Tom, Sie sind für die Wartung der Pascal-Transmitter verantwortlich. Und zufälligerweise sind heute Morgen sämtliche Transmitter ausgefallen. Erklären Sie mir das! Ich habe die Transmitter erst vor 2 Tagen gewartet. Hier und da musste ich ein paar Relais und Neuronenfilter austauschen. Ansonsten war alles in Ordnung. Abgesehen davon, dass die Transmitter aus dem letzten Loch pfeifen, weil sie einfach zu alt sind. Och, das mag ja alles sein. Jedenfalls ist von den 2 Millionen Reisezielen noch genau 1 erreichbar. Ich mache mich sofort an die Arbeit, um den Fehler zu finden. Daran wird bereits gearbeitet. Für Sie, Tom, habe ich einen anderen Auftrag. Heute Morgen hat eine Putzkolonne auf einer der unteren Ebenen einen antiken Römerhelm gefunden. Wie kommt der denn dahin? Das wüsste ich auch gerne. Denn wie Sie wissen, ist das eigentlich gar nicht möglich. Die Putzkolonne meinte noch, der Helm sei komplett mit Schleim überzogen gewesen. Leider haben sie den Helm geputzt, so dass wir den Schleim nicht mehr analysieren können. Und was kann ich nun machen? Sie reisen nach Olympia und finden vor Ort heraus, was hier vor sich geht. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Helm und dem Chaos hier im Historion. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. So, haben wir unseren ersten Auftrag erhalten. Ich dich mal ein bisschen hier. Komm. Das sind anscheinend die Pascal-Transmitter. Hallo Tom, hast du dieses Transmitter-Chaos angerichtet? Nein, ausnahmsweise nicht. Man hört halt so Gerüchte. Den Typen kann man also auch noch anquatschen. Hast du schon mit dem Alten gesprochen, Tom? Ja, hab ich. Er schickt mich nach Olympia. Dabei gibt es nur ein Problem. Die Materialisierungsrelais sind durchgeschmort. Deshalb kannst du keine Gegenstände mit nach Olympia nehmen. Na toll, dann stehe ich da ohne Geld und Waffen. Nicht ganz. Wir haben ein wenig getrickst und es geschafft, die positronischen Subroutinen zu umgehen und eine Kontaktperson in Olympia zu positionieren, die etwas Gold für dich bereithält. Wo wartet die Kontaktperson auf mich? Tja, das ist der Haken. Ohne Positronentracer konnten wir nicht verfolgen, bei wem das Gold gelandet ist. Du wirst schon suchen müssen. Hurra, das wird mein Tag. Ich muss einen Transmittercode benutzen. Wir haben auf I, wir haben 0 Gold. Code für Olympia 52. Das Geräusch kenne ich noch wunderbar aus Matica, wenn du ein Item aufgenommen hast. So, machen wir hier auch mal einen kleinen Zwischenschritt rein.